Hallo Freunde oder zukünftige Freunde, wir sind's wieder, Strong und Flex, und wir zeigen euch heute, ihr könnt es noch nicht wissen, eine nette Beweglichkeitsübung, beziehungsweise geht es um, ich würde eher sagen, um Mobilität. Es ist auch viel Dehnung mit dabei, die Wirbelsäule wird dabei auch gedehnt, die Brustmuskulatur wird dabei gedehnt. Aber es geht auch sehr stark um die Mobilisation der Wirbelsäule, und zwar der gesamten Wirbelsäule. Ist eine ziemlich sensationelle Übung, lässt sich alleine ausführen, ist wesentlich genialer zu zweit. Und da wir zu zweit sind, spielen wir das voll aus. Und wer macht das Dehnding vor? Du. Ja gut, da ich ja der athletische von uns zwei bin, können wir das gerne tun. Okay, folgende Geschichte. Der Strong möge sich mal in Rückenlage begeben. So, und dann gehen wir, ich zeige mal zwei Intensitätsstufen. Wir gehen mal in Seitlage, bitte dreh dich mal Richtung Publikum. Und wir winkeln die Beine auf 90 Grad an, und zwar 90 Grad im Verhältnis muskulöser Rumpf. Danke. Bitte. Zu muskulösen Oberschenkel. Wenn ihr keine Muskeln habt, dann ist es einfach nur 90 Grad hingehen. Und ein Rumpf. Und ein Rumpf. Genau, dann könnt ihr auch 90 Grad hier machen und könnt auch bitte eure Arme im 90-Grad-Winkel, Verhältnis muskulöse Oberarme zu muskulösem Rumpf. Jetzt reicht's aber auch. Abspreizen. Okay. Und dann, was wir nachher machen, ist die Wirbelsäule in die Rotation zu bringen. Wie gesagt, das geht auch alleine, aber ich mache es jetzt mal hier in der Partnerübung. Fixiere den Oberschenkel, und um uns ein bisschen einzugrooven, fangen wir so an. Einatmenbewegung, wir machen einen Halbkreis nach oben, Blick folgt der Hand. Ausatmenbewegung, wir schließen den Kreis. Rutsche mal zack nach vorne, dann, genau, perfekt. Und wieder Einatmenbewegung, Blick folgt der Hand, das heißt, die Halswirbelsäule rotiert. Ausatmenbewegung, wir schließen den Kreis. Und ein letztes Mal, da empfehle ich so drei Durchgänge zu machen. Und wir schließen den Kreis. Eins vielleicht noch, ihr solltet vorher warm sein. Macht die Übung Warm-up for every routine, beziehungsweise Easy Warm-up für jede Routine. Oder ein paar Übungen davor. Macht Sinn, das hier am Schluss zu machen. Jetzt einatmen, über die Mitte hoch. Ausatmen, es geht rüber. Wieder folgt der Blick der Hand. Und ausatmen, loslassen. Wenn es ein wenig knackst, explizit in der Wirbelsäule, nicht erschrecken. Tief ein, kommen wir noch ein bisschen zurück. Ausatmen, wieder runter, nie erschrecken. Es ist in dem Fall was Gutes, es sei denn, es ist mit einem stechenden Schmerz verbunden und ihr könnt euch nicht mehr bewegen. Dann war es was Schlechtes. Sollte aber an sich nicht passieren, wenn vorher alles gut ist, dann wird die Wirbelsäule entblockiert. Okay, ihr könnt das hier spüren in der Brustmuskulatur als Dehnung der Brustmuskulatur. In dem Fall wird die Lendenwirbelsäule hier rotiert und gedehnt. Und jetzt können wir die Sache intensiviert, indem das untere Bein gestreckt wird. Jetzt haben wir hier, kann das Oberbein weiter runter, der Twist verstärkt sich, tief ein, Blick folgt der Hand. Tief ein, ihr seht den Strong Face jetzt so richtig. Ja, Alter. So, jetzt, wenn wir mehr in die Brustwirbelsäule wollen, winkeln wir das untere Bein mehr an. Das könnt ihr dann am besten mit dem Fuß hier fixieren, vorausgesetzt in der Partnerübung. Und ab geht die Post. Hier fehlt es etwas an Mobilität, stelle ich gerade fest. Und wenn wir noch weiter nach oben wollen. Das ist auch super entspannt jetzt gerade. Und ich weiß, dass es euch gefällt, deswegen gehe ich noch ein bisschen weiter hoch, tief Luft holen. Und okay. Seid ihr alleine, ist es wesentlich weniger schön, aber ihr könnt dann hier fixieren.
und hier arbeiten. Schlüssel ist wirklich das Loslassen mit der Ausatmung. Wenn ihr geängstigt dagegen haltet, bringt es nicht so viel. So. Darf ich aufhören? Ja, du darfst aufhören. Vielen Dank, Strong. Es war mir eine Freude und eine Ehre zugleich. Ihr bist sogar warm geworden dabei. Nur ein bisschen. Und ja, es ist wirklich eine super Übung, eine Partnerübung. Achtung, tut euch keine Gewalt an. Wir haben das jetzt ein bisschen mit etwas Witz gemacht, aber dann immer noch mit dem nötigen Maß. Also, ja, wenn dann derjenige sich wirklich aus dieser Verbringung nicht mehr zurückbewegen kann, wäre es blöd. Also, vorsichtig, take care. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Abonniert uns. Es lohnt sich. Ist entweder oben oder direkt unter dem Video. Abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Es kommen noch ein Haufen cooler Videos. Ich freue mich schon auf unsere Kategorie Strong and Flex in Gefahr. 2013 geht es damit mal so richtig steil. Ihr könnt euch aufrollen. Bis dahin. Ciao. Ciao.